Leute, was geht ab? Ja, wie die Schlauen, die schon lesen konnten, mitbekommen haben, sind wir jetzt in Australien und zwar in Brisbane. Wir sind hier gestern gelandet und jetzt zeigen wir euch mal, was es hier so abgeht. Was ist hier so abgeht? Was es hier so abgeht, ja. Es ist noch früher Morgen, wir sind müde, wir waren gestern 30 Stunden unterwegs, haben nur eine Stunde geschlafen, also vorgestern. Jetzt haben wir zwar gut geschlafen, aber sind immer noch ein bisschen gaga. Das ist wahrscheinlich die Luft in Australien. Wir sind auf jeden Fall mega happy. Wir müssen uns noch einintegrieren. Noch ein bisschen, genau. Und es ist richtig heiß und jetzt geht's auch richtig los. Jetzt geht's richtig los. Da kann man rüber in die Stadt fahren und ist es kostenlos. Und jetzt schnell rein, sonst verpassen wir es. Vorbei. Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht und jetzt gehen wir mal in das Viertel West End, denn das soll ziemlich cool sein. Was gibt es da so zu sehen? Secondhand-Läden, schöne Cafés und Bars. Das war's. Geld abheben, die wollen immer so 2,50 Dollar bis 4 Dollar Abhebungsgebühren und hier mussten wir jetzt nichts bezahlen. Das ist die MAB-Bank. So, falls ihr davon noch nicht gehört habt, günstig Alkohol einkaufen in Australien, das geht im Bottle Shop. No. Is it allowed to drink it outside? Und wenn ihr jetzt gedacht habt, billig bedeutet billig nach deutschem Standard, habt ihr euch verschätzt. Denn billig bedeutet hier 2,50 Euro für eine Dose Bier. Und davon sind knapp 38% Steuern. Deswegen ist Alkohol auch so teuer hier. Richtig. Ja, ist mega cool. Hinter uns ist gerade so eine Grillstation und die Leute dürfen hier kostenlos grillen. Ist einfach mega geil. Ja, gibt es ja so Free Areas, auch jetzt, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, gibt es dann halt immer diese Rest Areas. Und da gibt es meistens halt so freie Wiesen und Duschen und auch so Grillplätze, die man halt einfach öffentlich nutzen kann. Genau. Also man kann sich hier auf jeden Fall kostenlos oder mit wenig Kosten draußen immer aufhalten. Das ist echt sehr gut organisiert hier und wir werden das jetzt mal sein lassen für heute mit Vloggen und morgen, wie gesagt, geht es in unseren Campervan, Prost Schatzi. Und dann erkunden wir nochmal Australien und zwar so richtig, denn wir haben echt noch einiges vor. Hallo aus unserem neuen Zuhause. Herein spaziert. Na, hallo, was machst du? Ich koche uns jetzt einen Tee. Die nächsten 3 Wochen werden wir hier schlafen, essen, entspannen und fahren.
Genau, dann zeige ich euch mal kurz, wie viel Platz man hier denn hat. Und zwar hier ist das Herd, ein Gasherd. Hier ist die Spüle schon, hier ist ein bisschen Ablagefläche. Hier sind noch zwei Schränke, wo man halt noch gut Sachen verstauen kann. Ja, da ist ja viel Platz. Genau, und dann gibt es hier noch hinter uns, wo ich sitze, ist eine Sitzbank. Da kann man noch so einen Tisch in die Mitte stellen, falls man drinnen essen möchte, weil es regnet. Und das wird dann auch zum Bett ausgebaut sozusagen. Und hier unten drunter sind auch noch ein paar Fächer und hier haben wir zum Beispiel auch noch ganz viel Essen. Wie Nudeln und Bohnen oder sowas rein platziert. Unsere Backpacks, unsere Klamotten, das liegt alles hier unten. Da oben könnte sogar noch eine dritte Person schlafen. Das kann man auch nochmal zu einem Bett ausbauen. Und da sind unsere Kissen und unsere Bettwäsche drin. Die wir heute Nacht aber nicht gebraucht haben, weil es so mega heiß war. Ja, es ist halt, gestern waren es 37 Grad und heute Nacht, glaube ich, gefühlt 35. Und ja, war eine heiße Nacht. Aber genau. Wir haben geschlafen trotzdem. Ja. Und jetzt werde ich noch ein Frühstück vorbereiten. Aber bevor es Frühstück gibt, zeigt euch David nochmal die technischen Sachen. Ja Leute, Technik David am Start. Und zwar haben wir hier einen Gasherd. Den Anschluss, den finden wir draußen. Zeige ich euch gleich mal. Wir haben eine Mikrowelle, die allerdings nur funktioniert, wenn wir den Campervan an Strom anschließen, also direkt auf dem Campingplatz. Hier draußen funktioniert er nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben hier einen Kühlschrank, der über eine Batterie funktioniert. Die Batterie, die finden wir hier unten drunter. Die lädt sich mit dem Fahren auf und gibt danach eben Strom ab an den Kühlschrank, so dass wir unsere Smartphones aufladen können. Beziehungsweise, dass wir eben auch Licht haben, wie wir eben hier haben. Das sind ganz verrückte Lichter. Die gehen entweder in so einem Superblau oder eben einfach in so einem grellen Weiß. Das erfüllt seinen Zweck. Und wir haben hier auch Wasseranschluss direkt. Also das heißt, wir haben unten drunter einen 50 Liter Wassertank. Das Grauwasser fließt aber direkt raus. Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir da eigentlich benutzen. Das war jetzt schon im Camper drin, aber jetzt haben wir überlegt, dass wir jetzt vielleicht doch was Eigenes herstellen zum Spülen. Genau, da müssen wir uns mal was überlegen, weil es fließt halt direkt raus. Ja. Und ansonsten ja, sind diese Sachen getrennt von der Hauptbatterie, die natürlich den Motor startet, sodass wir halt keine Probleme haben. Der Kühlschrank ist relativ klein, aber es passt dann doch schon ein bisschen was rein. Also da geht, er ist ganz schön tief, da geht ordentlich was rein und er kühlt natürlich auch schön. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal den Gasanschluss und dann gibt es auch endlich Frühstück. Auf geht's. Hier sind unsere Campingstühle. Und hier haben wir halt noch die Möglichkeit, unseren Campervan an Strom anzuschließen, wenn wir jetzt mal im Campingplatz sind. Der Stromanbieter, die aber relativ teuer hier sind. Hier haben wir unseren Wasseranschluss. Da haben wir noch einen Schlauch im Van. Das heißt, wir schließen den Schlauch einfach, den Gartenschlauch, an den Wasseranschluss an, das andere Ende hier, und dann können wir bis zu 50 Liter einfüllen. Das Grauwasser fließt halt einfach so raus, wie eben schon gesagt. Also jetzt nicht so schön. Jetzt in der Stadt irgendwo sich verstecken und damit stehen bleiben, damit fällt man halt ganz schön schnell auf. Und jetzt kommt unser Gasanschluss. Hier haben wir unsere Gasflasche und die drehen wir einfach auf, wir drehen den Hahn auf und dann läuft auch schon das Gas in die Küche. Wenn wir fertig mit Kochen sind, drehen wir alles wieder zu und dann war es das. Wir machen jetzt aber auch keine Werbung für Travelers Autobahn oder so. Nein, wir werden nicht bezahlt. Wir haben den vollen Preis bezahlt, aber ich muss echt sagen, wir sind sehr zufrieden. Das Auto war tipptopp, sauber, es hat super gut gerochen. Ich glaube, die haben alle Armaturen vorher noch poliert und das Auto ist gerade mal 80.000 Kilometer drauf, also ist relativ neu. Und ja, Bettwäsche sauber, Geschirr war alles dabei, von Löffeln, Pfannen, alles Mögliche. War alles sehr, sehr gut organisiert und wir können das echt weiterempfehlen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ein schönes Frühstück.
dann packen wir zusammen. Und hier haben wir sogar Nachbarn mit genau demselben. Das ist übrigens unsere Rest Area, die nichts kostet. Hier kann man sich frei hinstellen. Frei, ja. Muss man halt ein bisschen suchen im Internet. Aber Google weiß am meisten. Ja, am besten Rest Area eingeben und dann mal schauen, was man da findet. Oder Free Campingplätze. Genau. Also wir haben ja auch Duschen und Toiletten. Funktioniert genau. Schon ganz gut. Frühstücken wir erstmal und dann geht's Richtung Nossa Beach.